Am letzten Donnerstag will Innenminister Lorenz Kaffier eigentlich über den Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern reden. Am Ende der Pressekonferenz fragt eine Taz-Journalistin, ob er von Frank T., dem Betreiber eines Schießstandes, eine Waffe gekauft habe. Zu privaten Dingen können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt es von der Stelle keine Äußerung. Das Problem, Frank T. soll Verbindungen zur rechtsextremen Gruppierung Nordkreuz haben. Das wird im Mai 2019 öffentlich. Bis dahin hatten Sondereinsatzkommandos verschiedener Landespolizeien regelmäßig auf dem Schießplatz von Frank T. trainiert. Kaffier gerät unter Druck. Ich habe eine Waffe bei jemand erworben, bei dem ich sie aus der heutigen Sicht nicht hätte erwerben dürfen. Aber nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit. 2006 wurde Kaffier Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Er trieb das zweite NPD-Verbotsverfahren voran. Das machte ihn bundesweit bekannt. Der CDU-Politiker war auch Stellvertreter der Ministerpräsidentin. Lorenz Kaffier hat mich am heutigen Nachmittag um ein Gespräch gebeten und seinen Rücktritt erklärt. Ich habe diese Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen. Also hier gibt es viele Fragen, die zu klären sind. Der Rücktritt von Kaffier ist nur der Anfang. Für Lorenz Kaffier, den bis heute am längsten amtierenden Innenminister Deutschland, ist es das Ende einer 30-jährigen Karriere in der Politik.